Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Al the Bestwin. Wir sind hier immer noch im Wald der Einkehr in der Sylphenhochburg und sind auf der Suche nach den anderen vom Bund der Morgenröte beziehungsweise nach dem Platz, an dem Ramu beschworen wurde. Was hat denn der weinende dritte Novize zu erzählen? Wie du bemerkt hast, sind wir der niederträchtigen Sylphe blindlings ins Messer gelaufen. Allerdings konnten die Mitglieder des Bundes entkommen, während wir die Sylphe in einen Kampf verwickelt haben. Bevor die Flügelstaubbombe meinen Blick trübte, konnte ich noch sehen, wie Papalimo in Richtung der Goldblatt-Estrade davon stob. Vermutlich, um dort ein paar Messungen vorzunehmen. Mach du dich gemeinsam mit Maxio auf die Suche nach den Vermissten. Aber seid vorsichtig. Der Feind weiß jetzt, dass wir hier sind. Wir werden versuchen, die besessenen Sylphen in kleine Scharmützel zu verwickeln und abzulenken. Die sollen ruhig noch ein paar ihrer schmutzigen Tricks versuchen. Wir werden ihnen die Flügel schon stutzen. Okay, dann mal... Ach, da, ganz oben im Nordosten. Ja, ich weiß nicht, wie dunkel jetzt das Bild kommt. Es ist schon normal sehr dunkel, also der Düsterwald an der Stelle ist schon dunkel. Dann ist noch gerade Nacht. Ich hoffe, ihr könnt noch was erkennen. So, wir sind hier in der Goldblatt-Estrade und uns geht erstmal eine Sylphenkreischerin auf den Keks. Aber die hat keine Chance. Papalimo, wie geht's dir? Ich habe keine Lust mehr auf diese blödigen Messungen. Meine Füße tun weh. Ich habe Hunger und überhaupt bei einer warmen Tasse Milchwurzelsaft ist es viel schöner. Ob ich was herausgefunden habe? Ach, lass mich doch einfach in Ruhe. Wenn du quatschen willst, unterhalte dich mit dem da. Was? War aber nicht Papalimos Art. Vor allem hat er gesprochen wie eine Sylphe. Na? Jetzt. Du lässt einem wirklich keine Ruhe, was? Ich brauche keine Messungen anzustellen, um zu wissen, dass der tollige Ramu sich hier nicht manifestiert hat. Maxio, Papalimo verhält sich komisch. Was sagt die Deinige? Die Bündigen benehmen sich komisch? Höchst verdächtig. Es könnte sein, dass Finstrige sich in Gestalt der Bündigen verwandelt haben. Aber das kann die Deinige ganz leicht herausfinden. Streue einfach etwas Flügelstaub der Wahrheit über die beiden. Und wenn sich Finstrige zeigen, dann gib ihnen was auf die Rübe. Okay. Da. Schauen wir mal. Oh, tatsächlich eine Finstrige. Okay, und nochmal Flügelstaub der Wahrheit. Ida, bist du auch eine Finstrige? Ja, tatsächlich. So, dann kann man schon mit Maxio wieder sprechen.
Es waren also tatsächlich verkleidete Finns. Verkleidete. Es waren also tatsächlich verkleidete Finstricke. Wie gemeinig. Dabei hatte die Meinige sich so gefreut, Freundige der Deinigen gefunden zu haben. Hm, sie muss irgendwo anders sein. Die Deinige hat noch etwas von dem Staubigen, nicht wahr? Wenn die Deinige wieder auf Bündige stößt, sollte die Deinige sie damit bestreuen. Sicher ist sicherig. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah ja, okay, verstehe schon. Ach, da geht's lang. So. Das sieht irgendwie komisch aus, wie der Geier da so entlang läuft. Aber in Heaven's Watch später wird es viel, viel eleganter aussehen, wenn es dann fliegen kann. Na toll. Jetzt haben die mich verlangsamt. Sowas liebe ich ja. Ich will doch eigentlich nur durch das feindliche Gebiet. Ist es denn so schwer? Muss man mir immer Knüppel zwischen die Beine werfen? So, und da hinten geht's weiter? Ja. Mit dir? Ach. So, jetzt. Auch mal als allererstes die violette Keiferin alle. Oh, Albeb, gut, dass dir nichts passiert ist. Das kann man von Tancred leider nicht behaupten. Ich wusste ja, dass er ein edler Pfau ist, aber dass es mal so weit kommt... Die bösen Sylphen haben es auf mein hübschiges Gesicht abgesehen. Ich habe ja solche Angst, nicht auszudenken, wenn sie mir Kratzer zufügen würden. Na, das hört sich doch sehr stark nach Finstiger aus. Ach. Jawohl. So. Moment, Ida, du kriegst auch vorsichtshalber mal was ab. Was soll das? Okay, das ist wohl die echte Ida. Du hast Tancred in eine besessene Sylphe... eine Sylphe hatte sich in Tancred verwandelt? Das war mir überhaupt nicht aufgefallen. Von den gestaltwandlerischen Fähigkeiten der Sylphen hatte ich zwar gehört, aber die Imitation war einfach zu gut. Ich meine, Tancred steht doch ständig vorm Spiegel und begutachtet sich. Na, auch egal. Wo steckt denn jetzt der Echte? Tja, das wüsste ich auch gern. Wo der echte Tancred sich gerade rumtreibt, kann ich leider nicht sagen. Aber Papa Limo und die Stoller waren bis gerade noch bei mir. Die Stoller meinte... Wir sollten uns aufteilen, hat Papa Limo an die Hand genommen und ist in südliche Richtung aufgebrochen. Was, wenn das auch eine verwandelte Sylphe war?
Wir müssen sie sofort suchen. Also gut, dann mal ab Richtung Süden. Wir haben hier einen Fade. Ach nee, der nervt mich gerade. Ah ja, geht nur noch 40 Sekunden. So. Bis dahin plaudern wir doch mal mit Papa Limo. Der hoffentlich diesmal der echte ist. Oder wir killen erstmal den Milchwurm. Ja. Wir säubern hier erstmal das komplette Gebiet, würde ich sagen. Okay, die Milchwurzelkappe ist schon weg wegen dem Feind. Ein Glück, dass du da bist, Elweb. Die beiden bringen mich noch um den Verstand. Ich kann mir das nicht erklären. Mit den Gesetzen des Waldes ist Maxio vertrauter als ich. Ob sie einen Rat weiß? Die Streitenden sollen mal stehen bleiben. So erwischen wir alle auf einen Streich. Hier, hier hat die Deinige noch eine Prise Flügelstaub der Wahrheit. Am besten überprüft die Streunende den Winzigen gleich mit. Flügelstaub? Sieh doch, da vorne ist die falsche Stoller. Oh weh, die Meinige ist aufgeflogen. Die Meinige muss sich schnell in Sicherheit bringen. Die Eurigen sollen der Meinigen bloß nicht zu nahe kommen. Meinem Freundigen würde das gar nicht gefallen. Sie flieht nicht. Sieht fast aus, als würde sie versuchen, uns den Weg zu versperren. Endlich habe ich euch gefunden. Ich dachte schon, ich müsste mir eine neue Bleibe bei den Finstrigen suchen. Was guckt ihr mich denn alle so grimmig an? Ich bin's, euer Tankred. Hilf mir mal kurz auf die Sprünge, Tankred. Warum sind wir nochmal hier? Sag nicht, du hast das vergessen, Papa Limo. Wir suchen den Ort, an dem die Sylphen Ramu beschworen haben, damit Elweb mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden kann. Richtig. Und wo wir gerade davon sprechen, findest du eigentlich, dass Flamin noch immer hübsch ist? Was hat das mit... Ach, aber Flamin... Sie war schon als Tänzerin in Ulda eine wahre Schönheit. Die eigentliche Perle der Wüste, wenn ihr mich fragt. Doch ihre Reife hat sie zu voller Blüte gebracht. Kräftig und zart wie eine Mitternachtsrose. Das hast du schön gesagt, Tankred. Doch bist du ihr wirklich noch treu? Ich sag nur, Higiri. Ich bitte dich, Ishtola. Ich bin doch keiner von der Sorte. Ein Dichter braucht Inspiration und je mehr davon, desto besser. Steck mich bitte nicht in eine Schublade mit unkultivierten Schürzenjägern. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Also gut überzeugt. Sowas kann nur der echte Tankred von sich geben. Wie beruhigend. Doch jetzt haben wir wahrlich genug Zeit verplempert. Versuch mal, dich dieser Sylphe zu nähern, Elbe. Ich glaube, dass sie sich aus gutem Grund nicht vom Fleck rührt.
So, und was kommst du? Die Meinige will in Ruhe gelassen werden. Ah. Da muss man sagen, das Vieh war ursprünglich, als der Patch rauskam, gar nicht so einfach zu besiegen. Bei dem damaligen Item-Level. Also gut, die Meinige gibt auf. Die Meinige entschuldigt sich, den Eurigen Bösiges getan zu haben. Aber den Blitzenden werden die Eurigen vergeblich suchen. Der Blitzende ist nämlich nicht hier. Schon gar nicht diesen Weg entlang. Da liegt nur Krötenschleimiges und Schlangiges. Also spart euch die Mühe, der Meinigen zu folgen. Also nochmal hier schnell mit Papalino sprechen und diese blöden Wildviecher killen. Ich habe eure Unterhaltung mit großem Interesse verfolgt. Die Sylphe hat eindeutig gelogen. Das war dem Zittern ihrer Blätter zu entnehmen. Das passt auch zu den Turbulenzen im Äther, die ich hier gemessen habe. Ramu muss ganz in der Nähe sein. Donnern der Gerechtigkeit. Jawohl, wir treffen wohl jetzt auf Ramu. Die finstere Sylphe hat zweifelsohne versucht, uns den Weg zu versperren. Hinzu kommt, dass ich in südöstlicher Richtung Äther-Anomalien festgestellt habe. Das war sonst an keiner anderen Stelle im Finsterwald der Fall. Folglich bleibt nur eine Schlussfolgerung. Die Sylphen müssen Ramu südöstlich von hier beschworen haben. Vermutlich an ihrem Ätherythen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Nur Maxium bleibt lieber hier. Wenn sie Ramu zu nahe kommt, könnte es sein, dass sie sich beeinflusst. Also dann, ein Prima erwartet uns. Bleibt zu hoffen, dass er deinen Worten Gehör schenkt, Erbe. Okay, ich glaube, Ramu mache ich heute noch. Das könnte sein, dass diese Folge dann etwas länger wird. Aber jetzt wäre ein blöder Punkt aufzuhören. Stifterin! Endlich sehe ich dich von Angesicht zu Angesicht. Endlich mal ein synchronisierter Primai. Ich weiß, wer du bist. Du hast Ilfrid, Titan und Garuda besiegt. Und Leviathan. Du bist die Kriegerin des Lichts. Und ich bin Ramu. Du bist hier in meinem Reich und nicht zum Zutritt befugt. Nun sprich, was willst du von mir und meinen Kindern? Ah,
Die Bewohner Gredanias wünschen also den Frieden. Was erzählst du mir denn für Märchen? Sieh meine Kinder doch an. Was verlangen sie weiter, als hier in Ruhe und Frieden zu leben? So klein ist ihr Anspruch, doch nicht einmal diesen bescheidenen Wunsch wollt ihr ihnen gewähren. Deswegen bin ich gekommen. Sie haben mich gerufen und ich werde ihnen beistehen. Während ihr mir friedfertige Absichten gelobt, schänden woanders metallene Kriegsmaschinen unseren Wald. Ist es nicht so? Gredania oder Galia, eure Motive mögen wohl unterschiedlicher Natur sein. Doch der gute Wille der einen wiegt nicht die Missetaten der anderen auf. Und euer Konflikt bringt dem Wald nur Kümmernis und Pein. Früher, ja, da herrschte Ruhe und Harmonie. Kein blendendes Licht, kein tiefschwarzer Schatten. Doch seit ihr zivilisierten Völker aufgetaucht seid, liegt alles im Argen. Und erst euer aller Verschwinden wird der Welt die Ruhe bringen, die sie ersehnt. Nun, ich gebe zu, dass du zu den löblicheren Exemplaren deiner Gattung gehörst, Lichtkriegerin. Du willst den Frieden? Oh, der Kristall, den ich meinen Kindern überließ. Dann bist du tatsächlich etwas Besonderes. Vielleicht trägt dieses Mädchen ja noch weit mehr in sich als nur den Glanz des Guten. Vielleicht kann sie es vollbringen. Also gut. Nun muss ich es wissen. Zeig mir deine Kraft. Hast du die Stärke, die Galia aus dem Wald zu vertreiben und den Frieden durchzusetzen? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Und wenn sich herausstellt, dass du dich überschätzt, zerschmettere ich dich und schütze diesen Wald mit eigener Hand. Nur keine Scheu. Ich erwarte dich mit größter Neugier. Erstaunlich, dich so an vorderster Front zu sehen. Der Herr der blitzelementaren Energien. Welch glückliche Fügung, dass ich diese Erscheinung einmal erblicken durfte. Ein wahres Schauspiel. Doch abgesehen von der Schönheit dieser Urgewalten, glaube ich, ein Muster zu erkennen. Wir sollten den Kampf gegen Ramu genauestens analysieren. Okay, Götterdämmerung Ramu ist nun zugänglich. Aber erst dieses Vieh hier besiegen. So. Dann machen wir das doch gleich mal. Mal schauen, wie lange ich warten muss.
waren ja auch nur 2 Minuten jetzt. Das passt. Na komm. Letzter Damage-Dealer. Jawohl, hat angenommen. Okay, dann Ramo. Schauen. Offensichtlich soll ich hier den Gegner. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich tun muss, aber... natürlich auch irgendwie getankt. Mehr gemacht. Und der Extreme, also der schwerere Kampf, ist einer meiner schwierigsten Primals Fights auf 50. Und dass so viel gleichzeitig zu beachten ist. Den muss man auch dann mit einer 2-Tank-Strategie machen und Tanksop nach einer bestimmten Stelle hinlegen, muss man jetzt hier glaube ich nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich einfach, wenn ich den nur tank und hält halt, nichts weiter beachten muss. Aber sieht ganz gut aus. Gebieter muss, glaube ich. Die Ads müssen tot sein, bevor irgendwas passiert. Ich hau jetzt mal nicht so stark drauf, weil der darf, glaube ich, nicht über einen bestimmten Prozentsatz runterkommen, bevor die grauen Gebiete tot sind. Okay. Jetzt kann es weitergehen.
läuft doch. Ich weiß jetzt nicht, was sonst noch kommt. Aber ich glaube, das ist nichts, was ich als Tank muss. Fällt auch wieder die Hintergrundmusik. Jawohl, geschafft. Okay. Oh, dreimal wertvollster Spieler, auch nicht schlecht. Gut, gut. Du hast mich überzeugt. Du kannst es spüren, nicht wahr? Dir ist die Kraft gegeben, das Böse zu bezwingen, das in so vielen Seelen keimt. Setz deine Stärke zum Guten ein und führe diese Welt erneut zur Harmonie. Sonst wird euch das Unglück in mannigfacher Form verfolgen. Du bist mehr, als du selbst ahnst. So weich nicht ab von deinem Pfad. Wieder eine herausragende Leistung, Kriegerin des Lichts. Für wahr. Ich habe den Kampf durch das Ätherspektroskop betrachtet und ich sah einen zentralen Aspekt meiner Theorie bestätigt. Lass uns zum Sonnenstein zurückkehren. Dort werde ich unsere Erkenntnisse in allen Einzelheiten ausführen. Ja, aber zum Sonnenstein kehren wir in der nächsten Folge zurück. Bis dahin, macht's gut.